Moin Moin, hier ist der Dennis Und der Tobias. von die Trainingsmedizin. Im heutigen Video geht es um eine spezielle Übung für die ischiochorale Muskulatur. Das ist die Beinrückseite, die zeige ich euch gleich. Nennt sich Nordic Hamstrings. Hamstrings ist halt auch dieser ganze Bereich. Und dieser Bereich ist sehr wichtig, wenn du viel läufst, also so Sprinter, Laufsportarten oder auch viele Freizeitsportler wie Fußball zum Beispiel, Basketball, Handball, die brauchen da hinten sehr viel Stabilität. Und der Tobias zeigt euch auch gleich nochmal eine super Übung, um das zu lockern. Und vorweg, diese Übung ist nur mit dem eigenen Körpergewicht und wir machen das als Partnerübung. Nur wenn ihr komplett untrainiert seid, dann probiert erstmal was anderes oder macht das ganz vorsichtig. Ich zeige gleich nochmal so ein paar Stufen, wie ihr euch da rein arbeiten könnt. Zunächst könnt ihr natürlich, ich gehe mal wieder auf meinen Bereich, Langhanteltraining machen. Ihr könnt erstmal das rumänische Kreuzheben machen, Romanian Deadlift. Wenn das jetzt eine Stange ist, stellt euch das vor, stellt euch circa hüftbreit hin. Beine sind, je nachdem, wie beweglich man ist, also ich persönlich muss die Beine leicht beugen, um den unteren Rücken gerade zu halten. Es gibt Leute, die drücken den durch und dann rundet der Rücken hinten ein, das wollen wir nicht. Aber das ist auch so ein bisschen anatomisch. Es gibt viele, die haben hier die Beweglichkeit und können die Beine komplett durchdrücken und der Rücken bleibt auch gerade. Wie gesagt, ganz einfach, merkt euch, ihr schiebt die Knie und die Hüfte zurück. Wenn das hier die Stange ist, ihr habt die ganze Zeit Kontakt zum Boden und ihr geht so weit zurück. Ich merke das jetzt hier, weil ich ein bisschen verspannt bin und das gestern auch trainiert habe. Bis hier runter und geh nach oben. Und lasst euch da ein bisschen mehr Zeit. Beendet die Bewegung mit angespannter Hüfte. Also Pobacken anspannen und wieder zurück. Dann merkt ihr, könnt ihr mit der Stange erstmal machen, so ein bisschen, dass das Ganze vorgedehnt wird. Einmal so in meinen Bereich gehen. So, jetzt zu den Nordic Hamstrings. Mit einem Partner ist das natürlich ideal, weil er euch so ein bisschen unten an den Achillessehnen, an den Sprunggelenken fixieren kann auf dem Boden. Ihr könnt das auch zu Hause machen oder im Fitnessstudio, wenn ihr eine Sprossenwand habt. Es gibt auch zum Beispiel Kurzhantelständer, wo ich meine Füße einklemmen kann. Da findet man was oder zu Hause, was ist ich, ein Bettgestell oder irgendeine Kommode. Es gibt dann immer Mittel und Wege. So, wenn ihr das zu zweit macht, nehmt euch erstmal für die Knie eine Polsterung. Hier ist der Boden jetzt nicht so schlimm. Und der Tobias, der hält jetzt mal hier meine Sprunggelenke fest. Wichtig ist, es geht um die Exzentrik, das bedeutet die absenkende Bewegung. Ich spanne den Po an, den Bauch, halte meine Hände erstmal hier und gehe langsam runter. So langsam ich kann, bin hier unten und versuche mich mit den Händen abzudrücken. So, 21, 22, 23 und mache praktisch einen Curl mit dem Bein. Umso mehr ihr mit den Armen drückt, umso leichter ist das erstmal. Ne? Und wenn ihr euch nicht so lange halten könnt, macht ihr erstmal so, wie ihr könnt. Das ist halt schwer, sich zu halten. Drückt euch komplett ab, dass ihr nicht so stark die Beine curlen muss. Po fest, langsam runter. Ich zeige das noch ein paar Mal. Und wieder hoch. Das müsste jetzt ein Satz gewesen sein. Tobias, kannst du wieder loslassen. Ja. Sieht nach nicht so viel aus, die Übung. Ist aber super effektiv, um die ganze hintere Kette so ein bisschen zu stärken, was viele Läufer brauchen. Ne? Also da gibt es dann halt viele Verletzungen. Und das ist einfach eine super präventive Übung, um Zerrung und was auch immer alles zu vermeiden. Es gibt in Fitnessstudio auch so Geräte, nennt sich Glute and Ham Raiser. Da hat man eine Rolle hier. Da kann man es auch positionieren und sich dann selber, also mit so einer Platte hinten oder römische Liege, gibt es auch viele, die das so unter den Namen kennen, wo ich praktisch so bin und runtergehe und mich dann komplett hochziehe. Ne? Und da kann ich das auch so ein bisschen spielen. Aber das ist jetzt einfach simpel, kann man auch als Breitensportler auf dem Sportplatz machen oder in der Turnhalle mit der Matte. Also da braucht man nicht so viel. Ne? Also super Übung, machen ganz viele Läufer, Sportler, auch allgemein für die Gesundheit. Ne? Wenn ihr vielleicht nur zu Hause trainiert und habt jetzt nicht die Möglichkeit, die Rückseite zu trainieren, ne? Dann könnt ihr das gut und gerne machen, weil alles, was man nicht im Spiegel sieht, wird immer in der Regel nicht so beachtet und nicht trainiert, was super wichtig ist. Die ganze
ganze hintere Kette. So, was hast du noch für uns für eine Übung, um die ganze hintere Kette mal ein bisschen zu lockern, vorzubereiten auch auf diese Übung? Also jetzt speziell auch für diese Übung, da ist ja auch wichtig, die Hüfte und das Becken komplett stabil zu halten und gerade zu halten. Da muss man hier frei sein, weil wenn man da nicht frei ist, kann man das auch nicht gut ansteuern. Ja? Deswegen folgende Übung, du schiebst einmal die Ferse belasten, Fußspitzen zieht man an, Knie ist leicht gebeugt und jetzt schiebst du dein Becken nach vorne. Und dann siehst du, dass mein Oberkörper nach hinten geht. Jetzt wippt hier das Becken nach vorne. Und wichtig, Fersendruck, ganz, ganz wichtig, damit du hier nicht ins Hohlkreuz kommst. Deswegen Fersendruck, Becken nach vorne schieben, 2-3 Mal. Jetzt gehen die Arme von oben nach unten und du streckst die Knie durch. 2-3 Mal, kommst wieder hoch und dann wieder hier, zack, zack, hochkommen und runter. Und wichtig, die Knie bleiben hier gestreckt, damit hier ein Zug drauf kommt. Ja, das machst du 10 Mal und dann machst du die Übung, die dir gerade der Dennis gezeigt hat. Dann hast du da wirklich eine super Kombi und Verletzungsgefahr ist minimiert, weil du einfach deine Oberschenkelrückseite vorbereitet hast und die solltest du vorbereiten, wie der Dennis das gerade schon gesagt hat. Man neigt da schnell zu Krämpfen und zu Zerrungen. Warum? Weil die Oberschenkelrückseite sehr vernachlässigt ist bei den meisten, weil im täglichen Leben, wenn du in die Knie runtergehst, also eine Kniebeuge machst, ist ja eigentlich der Muskel aktiv. Das Problem ist aber dabei, dass der Muskel nicht viel Arbeit leisten muss, nicht viel Kraft aufbringen muss, weil die Schwerkraft damit hilft. Ja? Aber das ist jetzt bei der Oberschenkelvorderseite. Wenn du unten ein bisschen dich hochdrückst, dann muss die Oberschenkelvorderseite gegen die Schwerkraft arbeiten. Deswegen hast du hier auch immer mehr Power drin als in der Rückseite. Ja? Und deswegen halt wichtig, du musst unbedingt was dafür tun. Und damit du auch wirklich gute Lebensqualität hast und wenn du Sport machst, wie der Dennis das auch gerade schon schön gesagt hat, wenn du viel joggst, ist es super, super wichtig. Nochmal abschließend zur Kniebeuge. Wenn ihr diese normale Kniebeuge macht, die auf, wo ja der Oberkörper aufrecht ist, hat der Tobias komplett recht, dann wird die Rückseite nicht mehr belastet. Jetzt kommen wir wieder zum Lobasquat. Wenn ihr den Lobasquat macht, dann merkt ihr die Rückseite, weil hier spanne ich das auf. Na, also ich lehne mich ja praktisch übertrieben gesagt so nach vorne, öffne die Hüfte und da muss die Rückseite viel mehr mitarbeiten, als bei der herkömmlichen Kniebeuge, wo ich so aufrecht bin oder ein Front Squat. Na, das auch nochmal, deswegen ist die Art der Kniebeuge auch die, die wir empfehlen, weil wir diese Rückseite mehr mittrainieren. Und zu diesen Nordic Hamstrings, nochmal wie ihr das einsetzt, fangt erstmal nur mit 2 Sätzen an, A3 bis 5 Wiederholungen. Langsam rantesten. Ne? Ihr könnt dann halt mal einen Satz mehr machen oder einfach eine Wiederholung, wenn ihr mit 3 anfangt, also im nächsten Training 2x4 zum Beispiel zu machen. Erstmal langsam rantasten und auf diese Exzentrik, wo ihr euch absinkt, sehr betont darauf achten, dass ihr das so langsam wie möglich macht. Umso mehr Spannung habt ihr, wenn ihr es am Anfang noch nicht lange halten könnt, es wird besser. Probiert es einfach mal aus. Super Partnerübung. Ne? Das nochmal so zum Ende dieses Videos, ja. Die Beinrückseite mal mehr beachten, statt immer nur das, was man im Spiegel sieht, den Oberschenkel. Ja. Und darum ging es uns in dem Video. Ja. Da haben wir wieder alles gesagt, würde ich sagen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag und wir sehen und hören uns. Schönen Sonntag, ciao.